willkommen, liebe Freunde vom Nordwest Gaming Team. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich freue mich. Wenn ihr Lust habt, eine Runde mit mir mitzufahren, dann steigt ein und dann legen wir auch los. Tja, was haben wir soweit gemacht? Ich blende das mal eben ein. Ja, die Ernte, die fängt an. Ne? Wir sind schon schwer im Gange. Das Stück mit der Gerste hatten wir jetzt schon runtergeruppt, das hattet ihr ja gesehen, haben wir in der letzten Folge ja schon angefangen. Ja, und jetzt bin ich hier auf dem Weizenfeld in Gange, der Rest ist beim Armbrot, weil wir wahrscheinlich heute noch Nachtschicht einlegen werden. Wenn wir die Wettervorhersage sehen, dann drängt die Zeit. Also habe ich mir gedacht, na, wird's ja alles, fangen wir schon mal an. Dann können die Jungs in Ruhe noch was essen. Und wir werden jetzt mal eben schnell hier die Bresche abpacken, das ist auch schon wieder voll. Und da wir auch noch Stroh brauchen, müssen wir das natürlich auch noch aufpressen. Also haben wir uns ja natürlich jetzt erstmal die Felder rausgesucht, wo wir denn Stroh bekommen. Das tanken wir hier mal schnell den Drescher ab. Wollen wir mal gucken, wie lang der braucht. Und da sowieso die Anhänger dann gleich voll sind, das passt immer ganz gut. Nur dreimal Drescher abtanken und dann wieder weiter. Bringen wir das Ganze auch mit, bringen wir das Ganze auch gleich wieder weg. So, der Blacky ist auch ordentlich am Mappen und wir sind eben zu, dass wir hier nochmal ein kleines Video machen für euch und dass wir hier den Weizen reinbekommen. Ne? Haben wir gedacht, Blacky, hol mal lieber den Weizen runter, wir brauchen Stroh. Aber gut, machen wir das so. Und dann können wir heute Nacht noch pressen, also fast alle Felder sind erntereif. Da müssen wir natürlich auch zusehen, jetzt, was wir da noch mitspielt, dass wir das Ganze auch noch trocken rein. So, jetzt fahren wir dann mal zum Hofsilo, den haben wir bei Lona. 724 hat auch ordentlich zu kämpfen. Also bei volle Hänger mit Weizen, das wiegt halt ordentlich. Wiegt halt eine ganze Ecke, ne? Gucken wir mal. Nur mal los zum Lohn. So, und wie ihr seht, ne, 20 Uhr. Die Sonne geht langsam unter. Wird also heute, so wie es aussieht, dann wird es Nachtschicht werden. Ne? Aber was sonst? Ja, alles nichts. Mal gucken, wie wir ordentlich abgeben hier. Ein bisschen was runter. Aber solange die Temperaturen noch so sind, wie sie sind, dann müssen wir das Wetter einfach nutzen. Deswegen haben wir gesagt, okay, der hat den Drescher ja gewartet und so weit durchgekommen, gesagt, ist alles in Ordnung. Und dann haben wir gesagt, okay, nach dem Gerstedrusch als Test, dann müssen wir natürlich auch den Rest jetzt langsam runterrum. Und gucken wir mal, wie es wird. So, dann wollen wir mal ab wieder aufs Feld fahren. Immer noch so ein bisschen was zu dreschen. Auf euch geht soweit gut. Boah, sehen, dass die Tür aufgeht. Langsam ranfahren. Schauen wir mal. Naja, Vorteil ist, wir haben hier kurze Wege. Ist gleich direkt gegenüber. Stellen wir unseren Anhänger mal hier ist wieder beiseite. Mal gucken. Wenn ich im Weg stehen. Und dann wollen wir hier den Streifen noch ein bisschen rundherum, ne? Nochmal aussteigen, gehen wir wieder rüber in den Drescher. Aber hier ein bisschen weiter. Ja, und die Sonne geht nach und nach weg. Aber wenn wir ordentliche Arbeit scheinbar fahren, sehen wir auch schon ordentlich was im Dunkeln hier bei uns. Ne? Tja, was macht ihr so? Seid ihr auch kräftig im Gange am LS spielen? Sehe ja auch eure Kommentare. Dann kommentiert und das lesen wir uns durch. Gucken uns das an und antworten auch. Immer rein mit den Kommentaren, wenn irgendwas ist. Einfach ansprechen, wir gucken uns das an. Ne? So, hier ist auch ein ordentlicher Schlag zu tun. Hab schon mal angefangen, so wie ihr seht.
Wollen wir hoffen, dass der Rest auch bald kommt. Ein bisschen mit unterstützen noch. Aber ansonsten, wir rufen das Feld auch alleine runter. Das ist auch kein Problem. Wir haben ordentliche Arbeit, wie gesagt. Solange das noch trocken ist, solange der Tau noch nicht kommt, dann gehen wir erst das weit ordentlich rein. Und auch ordentlich was runter von dem Stück. Aber ich bin auch schon mal ganz gespannt, was der Black da am Mappen ist, was er da wieder zusammenbaut. Wird bestimmt wieder was Lustiges werden. Er kann es ja nicht lassen mit seinem Mappen. Das gehört einfach zu ihm und es macht ihm riesigen Spaß. Und ich glaube, wir freuen uns auch immer auf das, was denn dabei rauskommt. Dann geht es ja auch wieder los, dann zu gucken, na, funktioniert die Map, die zu testen und so die kleinen Fehlerchen ausräumen. Aber wie Black gesagt, so eine Map ist ja nicht fertig. Was fällt ihm immer ein, was man verbessern kann, was man anders machen kann. Aber das ist auch okay. Er möchte einfach, dass wir Spaß haben, dass uns die Map gefällt, dass sie auch natürlich läuft, das ist ja sein Ziel. Und für die, die im Randzauer Ahn spielen da bei uns, auf dem Server hier, sehen das ja auch immer so Kleinigkeiten, sagen sie, was da dort ist, vielleicht noch eine Kleinigkeit zu ändern, und dann macht er das eigentlich auch. Dann wollen wir mal schauen. Aber ich muss ja sagen, dadurch, dass wir jetzt hier das zweite Jahr in Gange sind, die Weizenernte, es kommt ja richtig was zusammen. Also Getreide kriegen wir en gros, also Winter kommen wir. Und der Strom müssen wir ja auch haben, weil vom Gerstenfeld können wir nicht leben, das ist zu klein. Also, wenn hier auch noch ordentlich Stroh gibt, das soll Nacht. Damit wir das alles sauber und trocken reinkriegen. Auf dem Hof, da stehen auch schon die Heubein. Wir haben nämlich gestern noch Heu gepresst, das große Stück noch soweit fertig gepresst, weil wir einfach gesagt haben, wir brauchen noch genügend Heu. Ich habe heute auch auf den Boden geguckt in der letzten Folge und hatte ja gesehen, oh wei, oh wei, oh wei, ist zu wenig. Also haben wir uns kurzerhand entschlossen, wir machen noch ein bisschen Heu. Oh, und jetzt stehen da erstmal mindestens 100 Beine auf dem Hof. Oh, da werden wir dann nicht was zu sortieren kriegen. Da habt ihr unseren Heuboden gesehen, da müssen die ganzen Sachen dann ja auch wieder raufgestapelt werden. Und das dauert natürlich einen Augenblick. Aber solange wir das schöne Wetter haben, haben wir gesagt, der Drescher muss laufen, die Ernte muss rein. Daher haben wir gedacht, na gut, dann wollen wir erstmal, dass die Ernte reinkommt, dass wir das trocken und sauber reinkriegen, weil nächsten Tag ist, wie gesagt, Regen angesagt, dann müssen wir erstmal abwarten, was dann passiert. Da kann man dann Ruhe zur Not Ballen stapeln, das geht dann schneller. Und jetzt hier erstmal die Pyrite muss drauf sein, da Getreide ordentlich und sauber und trocken rein zu bringen. Der Drescher arbeitet ja auch, das wisst ihr ja auch, nur vernünftig, wenn es trocken ist. Sobald das irgendwie ein bisschen feucht wird, dann kann man das ja alles vergessen. Außerdem haben wir dann ja auch, wenn wir dieses Getreide zu feucht reinholen, die hohen Trocknungskosten. Nimmt uns dann ja auch keiner das Getreide, wenn es zu feucht ist, dann schimmelt uns das ja auch im Silo, und das wollen wir natürlich auch nicht. Dann brauchen wir uns die Arbeit nicht machen. Mal hier unser schönes Abfahrgespann. Wie gesagt, drei Korntanks voll da rein. Dann ist das auch schon wieder voll. Hat auch ordentlich zu tun, unser Fan. Aber nützt ja alles nicht. Der Drescher hier mit 7,50 Meter arbeitet bei der. Der schafft ja auch schon einen Teil weg. Kann man ja gar nicht anders sagen. Aber wenn man schon sieht, wobei, oh wobei, oh der Korntank ist schon wieder voll. Aber fahren wir gleich erstmal ab. Würde ich mal sagen. Geht ja sonst alles nicht. Ausheben. Umschalten. Zurück. Mal Rohr ausfahren. Ja, wollen wir gleich nochmal ein bisschen das Feld teilen in der Mitte. Sonst wären die Wege zu lang und dann kann man ja erstmal den Korntank hier wieder leer machen. Schaffen wir das ja nicht mit auf und ab. Wie geht's? Zu unseren Anhängern und dann mal hier ordentlich ab. Ist wohl? Ist. Oh, fahren wir fast schon wieder. Kommt auch ordentlich was zusammen. Also die Arbeit hat zu düngen, zu machen und zu tun. Da kommt schon ordentlich Ertrag heraus. Ja, dann hatten wir gestern noch ein Problem gehabt mit unserem Schwader.
Der ist auf einmal kaputt gegangen, da ging gar nichts mehr. Das natürlich mitten, wo wir im Heu gewesen sind, war natürlich ganz toll. Ja, dann schnell zum Händler, hast noch auf, kannst uns noch irgendwie was hinstellen oder machen, ist doch noch irgendwas. Und dann, ja, wie die Händler halt so sind, da wird dann auch ihre Chance, aber das ist eine andere Geschichte. Nur, er ist ja netter und dann hat er uns einen ordentlichen Preis gemacht und haben uns erstmal für den Übergang Lelischwader gekauft. Kennt ihr ja auch die großen Meter, aber es nutzt ja alles nichts, ne? So ist das halt. Voilà. Zack, wollen wir unseren Drescher mal wieder anschmeißen. Und weiter geht's, ne? Aber hier um die Bauminsel rum müssen wir mal sehen, da werden wir vielleicht die Schwadablage ausschalten. Tja, und so wird das heute Nacht weitergehen. Dreschen, dreschen, dreschen. Bis der Tank leer ist vom Drescher. Immer Feuer, immer Gas. Ne? Der Weizen muss runter, die Ernte muss rein. Aber werden wir noch ordentlich zu tun haben. Ein bisschen, ne? Aber immer ordentliche Arbeitsscheinwerfer, also daher werden wir das auch hinkriegen. Und die Innenansicht machen. Da oben sind, dann drehen wir um. Ja, was liegt sonst noch an? Ja, die Hofarbeit lässt uns natürlich auch nicht in Ruhe. Müssen wir natürlich auch immer bei Tiere versorgen. Aber das haben wir zum Glück alles so weit vorbereitet, dass wir das mal in Ruhe ernten können. Dass wir uns wirklich darauf konzentrieren können und erst morgen früh oder morgen Nachmittag, je nachdem wie viel wir vorgeschmissen haben, oder dann wieder nochmal die Tiere versorgen müssen. Ja, wir haben ja zum Glück Melkroboter, unsere Kühe, dass wir uns da nur auf die Fehlermeldung erstmal achten. Natürlich. Und ja, dann werden wir mal weitersehen, ne? Haben wir schon ein ordentliches Stück geschafft, aber wie gesagt, die Zeit schreitet noch weiter voran. Und dann gucken wir mal, ob das heute hier so eine Nachtarbeit wird. Oh, hier unser Kühen geht's auch da drüben auf der Weide. Ja, aber das Stück gleich durchgeteilt hier. Tja, ansonsten sage ich mal, so weiter nix. Moment. Da wollen wir mal gucken, dass unsere Maschinen heute Nacht ordentlich laufen, dass wir unser Stroh noch trocken reinkriegen. Und dann werden wir mal sehen, was kommt. Vielleicht seht ihr das auch in einer der nächsten Folgen. Mal gucken, was dabei so rauskommt. Wie weit wir hier voranschreiten, dass die Maschinen auch alle durchhalten. Und ich würde sagen, mit diesen Bildern, die ihr jetzt hier so seht, Teil des Stückes hier mache ich noch so ein bisschen weiter. Da habt ihr mal einen kleinen Einblick, was hier bei uns so los ist. Werde ich mich von euch verabschieden. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß. Lasst eure Daumen da. Und wie gesagt, haut alles ordentlich in die Kommentare, wenn ihr irgendwas habt. Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge. Ist gar kein Problem. Wir schauen uns das an und kümmern uns um. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Reingehauen. Ich verabschiede mich. Tschüss.